Moin Leute, und heute zeige ich euch eine Afterpatch-Variante des Giftcast to Friends Glitch. Jawoll! Was braucht ihr denn für diesen Glitch? Ihr braucht natürlich einen Freund, der euch bei diesem Glitch unterstützt. Optimalerweise hat euer Freund auch das Auto, was ihr gerne haben möchtet. Ihr braucht einen Bunker inklusive MOC. Im dritten Teil des MOCs braucht ihr ein Lager für persönliche Fahrzeuge. Und in diesem Lager für persönliche Fahrzeuge braucht ihr eine Sanchez- oder Faccio-Roller. Das ist ganz wichtig, Leute. Und ihr müsst einen anderen Zielmodus haben. Mein Tipp: nimmt freies Zielen. Den Zielmodus könnt ihr im Story-Modus oder im Editor ändern. Aber bevor wir mit dem Glitch anfangen, würde ich euch jetzt schon mal zu bitten, einen fetten Like fürs Video dazulassen. Würde mich auf jeden Fall mega freuen. Aber ich würde sagen, fangen wir doch mal direkt an. Als erstes seid ihr in irgendeiner Online-Sitzung. Mein Tipp: nehmt eine Freundes- oder Einladungssitzung, da seid ihr auch ungestört. Und ihr seid jetzt in eurem Bunker und geht in euer MOC rein. Seid ihr in eurem MOC angekommen, ladet ihr euren Freund übers Interaktionsmenü in euren MOC ein. Euer Freund akzeptiert die Meldung und joint in euren MOC. Seid ihr beide im MOC angekommen, könnt ihr auf euer Faccio oder Sanchez aufsteigen und euer Freund ruft jetzt übers Handy Simeon oder Gerald an und fordert einen Job an. Hat euer Freund einen Job bekommen, steigt jetzt mit aufs Motorrad. So Leute, jetzt kommt es ein bisschen aufs Timing an, denn ihr fahrt jetzt gleich mit der Sanchez einfach raus, aber eine halbe Sekunde vorher bestätigt euer Freund, dass er in den Job reingehen möchte. Sprich, euer Freund öffnet jetzt das Handy, geht jetzt auf den Job, dass er nur noch einmal X drücken müsste, um den Job zu akzeptieren. Ihr zählt dann jetzt einfach von 3 runter. 3, 2, 1, 0. Bei 0 fahrt ihr raus, aber bei 1 drückt euer Freund so gesehen X-Taste, um in den Job reinzugehen. Wenn alles funktioniert hat, Leute, müsste euer Freund einen endlosen Blackscreen haben, der auch ein bisschen komisch aussieht, so farblich schwarz, und ihr seid alleine auf dem Motorrad im Bunker gespawnt. Ihr fahrt jetzt einfach mit der Sanchez oder Faccio-Rolle einfach wieder zurück in euren MOC. Euer Freund muss währenddessen jetzt jemanden suchen, der einen anderen Zielmodus hat. Sprich, er geht jetzt in seine Freundesliste oder irgendeiner Community und sucht jemanden raus, der GTA spielt. Wir testen jetzt, ob er einen anderen Zielmodus hat. Sprich, wir gehen jetzt auf sein Profil, gehen aufs GTA, gehen darauf, dass er GTA spielt und gehen auf seine Sitzung beitreten. Die erste Meldung, die sich laden wird, ist, ob wir uns sicher sind, dass wir die Sitzung beitreten möchten. Euer Freund drückt jetzt hier gar nichts, denn er drückt jetzt nochmal die doppelte PlayStation-Taste, um wieder diese Beitrittsmeldung zu haben und tritt jetzt nochmal bei. Aber wenn sich jetzt die Meldung geändert hat, dann hat der Spieler, den er rausgesucht hat, einen anderen Zielmodus und kann für diesen Glitch verwendet werden. Wenn sich die Meldung nicht ändert, dann hat dieser besagte Spieler den gleichen Zielmodus wie ihr und ihr müsst euch einen anderen suchen. Euer Freund drückt jetzt einfach Kreis und er wird jetzt schon merken, dass er in so verbuggten Modus ist. Er sieht zwar seine Figur und die Minimap ist ein bisschen verbuggt, aber alles andere ist komplett schwarz, als seid ihr irgendwie in einer Matrix gefangen. Auf jeden Fall werdet ihr jetzt euren Freund sehen können in eurem MOC. Er kann auch das Motorrad leicht umschubsen, das geht alles wunderbar, aber euer Freund sieht euch nicht. Euer Freund muss sich jetzt einfach über das Interaktionsmenü selbst umbringen. Hat sich euer Freund umgebracht, ladet ihr euren Freund wieder ins MOC ein über das Interaktionsmenü. Euer Freund akzeptiert die Meldung einfach, aber wird jetzt wieder einen endlosen Blackscreen bekommen. Hat euer Freund einen endlosen Blackscreen? Euer Freund drückt jetzt die doppelte PlayStation-Taste, um wieder auf diese Beitrittsmeldung zu kommen. Drückt jetzt auf Beitreten. Die erste Meldung, die in GTA kommen wird, bestätigt er jetzt mit X, dass er sich sicher ist, dass er jetzt beitreten möchte. Die zweite Meldung, dass er den Zielmodus ändern möchte, bricht er aber mit Kreis ab. Das ist ganz wichtig, Leute, er bricht die zweite Meldung mit Kreis ab. Und wenn alles funktioniert, Leute, müsste er wieder unten am Hafen gespawnt sein, aber er kann sich nicht bewegen. Er ist gefreezed, er ist auch teilweise unsichtbar, er kann nichts machen. Und jetzt, Leute, drückt er jetzt einfach die Optionstaste, geht auf Online und Criminal Starter Pack. Ist an diesem Criminal Starter Pack drinne, geht er einfach wieder raus. Und bumm, Leute, euer Freund ist in diesem gewünschten, verglitschten Modus. Denn wenn ihr jetzt auf die Karte schaut, werdet ihr merken, dass ihr ihn auf der Karte nicht seht, obwohl er gerade am Hafen ist. By the way, euer Freund kann auch selbst kontrollieren, ob er in diesem gewünschten, verglitschten Modus ist, indem er zum Casino, zum Haus oder irgendwo hinfährt, wo es eigentlich einen blauen Kreis gibt. Denn in seinem Modus sind die blauen Kreise alle verschwunden. Ihr trefft euch jetzt einfach beide am Casino für den Giftcast to Friends Glitch. Seid ihr beide am Casino angekommen, kann euer Freund schon mal das Auto rufen, was ihr gerne haben möchtet. Habt in eurem MOC einfach dahingestellt auf dem Parkplatz, steigt ihr aus, geht in den MOC rein und holt euch die Sanchez bzw. Faccio-Roller raus. Habt ihr das Motorrad rausgeholt, steigt euer Freund mit aufs Motorrad. Ihr fahrt jetzt beide wieder ins MOC rein. Aber ihr werdet merken, Leute, dass ihr gar nicht ins MOC reingezogen werdet, wenn ihr die rechte Pfeiltaste drückt, aber die Scheinwerfer angeht. Und die Minimap teilweise ein bisschen verbuggt ist. Auf jeden Fall
Werdet ihr nicht reingezogen, kann euer Freund absteigen und steigt wieder auf. Jetzt fahrt ihr zum Casino und geht ins Parkhaus rein. Ganz wichtig, Leute, ihr wählt das Parkhaus aus und nicht die eigene Penthouse-Garage. Das ist sehr, sehr wichtig, Leute. Ihr werdet jetzt einen endlosen, gefrorenen Screen vom Casino haben. Jetzt müsst ihr euch einfach jemanden raussuchen, der einen anderen Zielmodus habt. Das bedeutet, ihr geht in irgendeine Community oder Freundesliste und guckt, wer GTA spielt. Habt ihr jemanden gefunden, der GTA spielt, testen wir jetzt erstmal, ob ihr wirklich einen anderen Zielmodus habt. Sprich, wir gehen jetzt auf Beitreten. Die erste Meldung, die sich laden wird in GTA, ist ja wieder, ob wir uns sicher sind, dass wir beitreten möchten. Wir drücken jetzt einfach wieder die doppelte Playstation-Taste und gehen nochmal auf Beitreten. Und wenn sich die Meldung geändert hat, dann hat er einen anderen Zielmodus. Wenn sich die Meldung nicht geändert hat, Leute, dann hat er denselben Zielmodus wie ihr und ist unbrauchbar für diesen Glitch. Sprich, dann sucht jemanden anderen. In meinem Fall habe ich jetzt jemanden gefunden. Ich breche jetzt einfach kurz die Meldung im Kreis ab. Und jetzt könnt ihr eurem Freund sagen, ey, yo, steig mal bitte vom Motorrad ab. Jetzt passieren ein paar Sachen gleichzeitig. Denn euer Freund muss direkt gegen euer Motorrad treten. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig, Leute. Er muss direkt gegen euer Motorrad treten. Und ihr, Leute, sobald ihr einen schwarzen Screen habt, geht ihr wieder auf diese Beitrittsmeldung, geht auf Beitreten. Die erste Meldung, die in die GTA kommen wird, ist ja, ob wir uns sicher sind, dass wir beitreten möchten. Diese Meldung bestätigen wir mit X. Aber die zweite Meldung, dass wir den Zielmodus ändern möchten, brechen wir mit Kreis ab. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig, Leute. Wenn alles funktioniert hat, Leute, müsstet ihr irgendwo, nirgendwo stehen. Ihr werdet auch gleich durch die Map fallen. Um wieder aus diesem komischen Modus rauszukommen, drückt jetzt die Optionstaste, geht auf Online, geht wieder auf Criminalist Data Pack. Wenn bei euch dieser Criminalist Data Pack nicht da ist, Leute, dann hat der Part, wo euer Freund gegen das Motorrad tritt, nicht funktioniert. Sprich, je nachdem, in welcher Sitzung ihr seid, müsst ihr diesen Glitch dann einfach komplett wiederholen. Ab dem Schritt, wo ihr euch beim Casino getroffen habt. Auf jeden Fall hat es bei mir funktioniert. Ich habe es da, bin kurz ins Menü von Criminal Starter Pack reingegangen, bin einfach wieder rausgegangen, bin jetzt an der Oberfläche gespawnt. Und jetzt, Leute, muss euer Freund einfach sich gegen das MOC lehnen, gegen die Tür. Jetzt geht hier zum blauen Kreis und drückt die rechte Pfeiltaste, beziehungsweise geht er auf alleine beitreten. Das ist wichtig, Leute, dass er auf alleine beitreten geht. Ihr werdet jetzt wieder einen endlosen Blackscreen haben. Ihr merkt das daran, dass unten nur die weiße Ladestrecke kommt, aber nicht steht Ladevorgang. Habt ihr einen endlosen Blackscreen, sucht euch jemanden raus, der wieder einen anderen Zielmodus habt. Sprich, wir gehen wieder auf die Meldung, gehen auf Beitreten. Die erste Meldung, die sich laden wird, ist ja, ob wir uns sicher sind, dass wir irgendwie jemanden beitreten möchten. Diese Meldung machen wir gar nichts. Wir drücken wieder die doppelte Playstation-Taste, gehen wieder auf Beitreten. Und wenn sich die Meldung wieder geändert habt, drückt ihr einfach Kreis. By the way, wenn sich die Meldung nicht geändert hat, hat dieserjenige denselben Zielmodus wie ihr und ist unbrauchbar für diesen Glitch, sprich müsst ihr euch jemanden anderen suchen. Auf jeden Fall, Leute, habt ihr diese zweite Meldung, brecht ihr einfach die mit Kreis ab und ihr werdet merken, ihr seid unsichtbar vom MOC. Und jetzt lauft ihr einfach ganz schnell zum Fahrzeug, was ihr haben möchtet und steigt einfach ein und BOOM! Das Fahrzeug gehört euch. Wie geil ist das denn? Und könnt mit dem Fahrzeug machen, was ihr wollt. Und Leute, wenn ihr diesen Giftcast to Friends als Money Glitch ausnutzen möchtet, dann lasst euch am besten den Izzy aus der Arena Werkstatt geben oder den Energy Retro Custom. Aber Leute, diese Fahrzeuge sind generell dreckige Kopien. Um daraus keine dreckige Kopien zu bekommen, müsst ihr euch über die iFruit App dasselbe Kennzeichen machen, was euer Freund habt. Dadurch erhaltet ihr eine saubere Kopie, sonst habt ihr nur dreckige Kopien. Ist es nicht wirklich schlimm, aber dreckige Kopien könnt ihr immer nur ein Auto pro Tag verkaufen. Das ist ja immer recht nervig, deswegen, wenn ihr das wirklich als Money Glitch machen möchtet, achtet darauf, dass ihr dasselbe Nummernschild besitzt. Auf jeden Fall, das war's schon mit dem Glitch, Leute. Ich hoffe, euch hat die Afterpatch-Variante gefallen. Würde mich auf jeden Fall mega freuen, wenn ihr einen fetten Daumen nach oben da lassen könntet oder einen Kommentar. Ich bin raus, bleibt gesund, euer Bombard. Ciao.